Richard Alonso González, von allen nur Pancho genannt, war der dominierende Tennisspieler der 50er und frühen 60er Jahre. Aufgewachsen in Los Angeles, als ältestes von 7 Kindern, brachte sich Pancho das Tennisspielen auf öffentlichen Plätzen selbst bei. Sein unzerstörbarer Kampfgeist, seine Liebe zum Spiel und sein zuweilen zügelloses Temperament machten ihn zum ersten Latino-Superstar der Sportwelt. 1948 gewinnt er zum ersten Mal die US National Championships, die heutigen US Open, im Alter von nur 20 Jahren. Er verteidigt seinen Titel im darauffolgenden Jahr, doch die Entscheidung, ins Profilager zu wechseln, bedeutete zugleich das Startverbot bei den 4 Majors. Dennoch hat Pancho seinen Platz in den Geschichtsbüchern fest zementiert. Noch im hohen Alter von 40 Jahren besiegte er Größen wie Rod Laver, Arthur Ashe, Roy Emerson und John Newcomb. Alle in deren besten Tennisalter. Seine größte Waffe war der Aufschlag, der als nahezu unzerstörbar galt. Pancho erwartete nichts Geringeres von sich, als seinen Aufschlag jedes Mal zu halten, wenn er an die Grundlinie trat. Technisch gesehen bestand der größte Unterschied zu heute in der Rolle der Beine. Die Spieler mussten damals im Treffpunkt mit einem Bein am Boden bleiben, also machte Pancho nach dem Treffpunkt mit dem rechten Fuß den Schritt ins Feld, um so früh wie möglich in eine gute Volley-Position zu gelangen. Wie alle guten Aufschläger der Geschichte hat auch Pancho eine äußerst flexible Schulter, wie man an der tiefen Position des Rackets erkennen kann. Diese Flexibilität half ihm dabei, das Racket zum Ball zu beschleunigen, was damals noch sehr viel schwieriger war als heute, aufgrund des höheren Gewichts der Holzschläger. Dazu kam, dass der Sweet Spot sehr viel kleiner war als bei den heutigen Rackets und die Spieler extrem viel Power verloren, wenn sie den Ball nicht hundertprozentig im Zentrum trafen. Umso beeindruckender die konstant hohe Qualität, mit der Pancho González servierte. Ein Spieler der heutigen Generation, der Pancho González hinsichtlich Präzision und Wiederholbarkeit in nichts nachsteht, ist Roger Federer. Die heutigen Spieler können ihren Unterkörper sehr viel mehr in die Aufschlagbewegung einbringen. Die tiefe Kniebeuge erlaubt Roger, noch mehr Kraft von unten nach oben zu entwickeln, als es Pancho möglich war. Im Treffpunkt ist Roger mit beiden Beinen deutlich in der Luft und landet letztlich, anders als González, mit dem linken Fuß im Feld. Pancho González und Roger Federer, zwei unsterbliche Legenden des Tennissports.